Ja, toxische Beziehungen, abhängige Beziehungen ist das heutige Thema von meinem Clip. Bis gleich. Herzlich willkommen, schön, dass du bei mir bist. Mein Name ist Karin Henningsen, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Kunstcoach und Selbstbetroffene. Und ich verhelfe Menschen zu einem selbstbestimmten Leben zurück. Ich verhelfe Menschen dazu oder ich unterstütze sie aus abhängigen Strukturen heraus, aus co-abhängigen Strukturen. Und es passt natürlich zum heutigen Thema, es sind ja toxische Beziehungen oder Beziehungen, die einem nicht gut tun. Oder was ich auch immer wieder so gefragt werde, Mensch, ich habe das Gefühl, ich gerate immer an den Falschen, ja, ich habe das Gefühl, ich werde permanent ausgenutzt. Und im Endeffekt führen sie keine Beziehung, die glücklich und wirklich freudvoll ist, ne? Und natürlich gibt es jetzt in Beziehungen oder wenn wir jetzt von abhängigen Beziehungsmustern sprechen, gibt es so gemeinsame Merkmale. Und ein Merkmal ist, dass Menschen, die sich abhängig verhalten in Beziehungen, dass die Konzentration oder die Aufmerksamkeit permanent beim Partner liegt. Was denkt er? Was fühlt er? Was macht er gerade? Ein weiteres Merkmal ist, dass persönliche Interessen komplett zurückgestellt werden. Also das geht so weit, dass Menschen die Familie überhaupt nicht mehr besuchen, dass die Freunde nicht mehr getroffen werden und so weiter, ne? Also das ist ein wichtiges Merkmal. Dann, was noch häufig der Fall ist, Angst, also sprich Trennungsangst. Dass Menschen, die sich co-abhängig in Beziehungen verhalten, oftmals die Angst haben, verlassen zu werden. Also die Trennung vom Partner löst solche Ängste aus, dass wir dann wiederum in der Kontrolle sind. Ne? Angst verleitet ja dazu, dass ich zum Kontrollieren anfange. Und dann sind wir so gesehen eigentlich schon in der klassischen Co-Abhängigkeit. Aber die Frage ist ja nun, wie komme ich da raus? Was kannst du jetzt heute für dich tun? Und wir alle, die meisten oder alle Menschen wünschen sich eine ganz tolle Partnerschaft, eine Partnerschaft mit Geben und Nehmen, ja? Und das Wichtigste ist in meinen Augen, du musst erstmal, fang erstmal eine wundervolle, eine liebevolle Beziehung mit dir selber an. Ja, du bist der wichtigste Mensch, du bist ein wundervoller Mensch. Kultiviere diese Beziehung mit dir selbst. Und gibt es natürlich auch meine Empfehlungen für dich, also ich praktiziere das ja auch selber für mich. Nimm dir erstmal regelmäßig Zeit für dich alleine. Fang an mit 15 Minuten, 20 Minuten. Bitte ohne Handy, ohne Tablet und dem Ganzen. Und versuch mal reinzufühlen in dich. Was spürst du, was fühlst du? Und die nächste Frage ist dann, was brauchst du? Na, was fühle ich und was benötige ich jetzt, im Hier und Jetzt? Das ist eine Empfehlung. Dann gibt es natürlich, triff dich weiterhin mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Nimm dich wieder als eigenständige Person wahr. Ja, du bist eine eigenständige Person, du bist ein wundervoller Mensch. Nimm dich auch so wahr. Geh in die Natur. Was natürlich gut, wir haben jetzt durch Corona immense Einschränkungen, das ist mir auch klar. Tanzen jetzt groß, ist momentan leider nicht möglich. Geh in die Natur, fang zum Zeichnen an. Es kommen jetzt auch noch weitere Clips oder auf meinem Kanal gibt es ja auch Ideen zum Zeichnen. Fang zum Schreiben an. Ja? Schreiben ist ein wundervolles Medium. Ja? Ich kann mir alles von der Seele schreiben. Mach eine Bestandsaufnahme von deinem Leben, von deinem Partner, von dir selber. Ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen weiterhelfen.
Wenn du noch Fragen hast, schreib mir, ruf mich an. Unten sind ja die ganzen Informationen, die Kontakte. Und dann bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du hier bei mir dabei warst und wünsche dir noch eine gute Zeit. Bleib gesund, bis bald, deine Karin.